Neben mir steht jetzt Gerhard König, einer der Chefs der Ultras. Wie nennt ihr euch genau? Unser vollständiger Name ist Ultras Rapid Block West. Ihr seid zuständig, haben wir schon vom Clemens gehört, für Organisation des Westsektors und die Choreografie dort. Was genau hat man sich darunter vorzustellen? Ja, Choreografie ist bei uns die, zum Beispiel wir dann den ganzen Westsektor entweder in grün-weiß einhüllen mit Zetteln, diverse Bänder oder eben durch bengalische Feuer oder durch diverse Rauchen machen wir, dass wir vor dem Spiel ein bisschen eine Stimmung organisieren, dass nachher die Mannschaft während dem Spiel die Stimmung von uns die ganze Zeit hat. Übernimmt quasi, ne? Ja, richtig, genau. Glaubst du, dass ihr zuständig seid auch für den einen oder anderen Ausgang eines Fußballmatches? Kann durchaus möglich sein, weil wenn ich mal in die Position eines Spielers hineindenke, wenn ich da am Spielfeld bin und ich spiele und ich merke, die Zuschauer feuern uns an, dann werde ich sicher mehr motiviert noch sein und werde natürlich mehr laufen, kämpfen und dadurch kann es durchaus sein, dass ein Spiel auch entschieden wird. Seit wann gibt es die Ultras? Uns gibt es genau seit 1.2.88. Boah, ganz genau hat er das im Kopf. Weißt du zufällig auch die Mitgliederanzahl? Die beläuft sich bei ca. 100. 100 Männer, die da mitarbeiten und... Ja, weibliche Personen sind bei uns auch vorhanden. Ja, das ist ja sehr erfreulich. Das heißt, es gibt auch weibliche Fans von Rapid? Genau, wieso nicht? Gibt es überall, würde ich sagen. Naja, Gott sei Dank. Es gibt ja auch viele Studentenverbindungen, wo die nicht dazu dürfen. Nicht so bei den Ultras. Ihr habt euch mit Ultras einen sehr hart klingenden, radikalen Namen ausgesucht. Ist aber nicht eure Philosophie, oder? Richtig, aber wenn man nimmt, Ultras heißt eigentlich übersetzt extrem. Und man, die meisten von uns leben eigentlich für den Fußball oder besser gesagt für Rapid. Und dadurch war der Name gegeben. Kannst du uns Zahlen nennen, wie viel Geld Fans circa pro Jahr oder pro Monat für Rapid ausgeben? Also ich kann es jetzt nur von meiner Warte oder von unserer Warte aus sehen. Also zum Beispiel voriges Jahr mit Europacup, Champions League und so hat uns das nur an Fahrten und so ca. 25.000 Schilling gekostet, Flug, Busreisen und so, Eintrittsgelder, dann die Nebensachen wie Essen, Schlafen und so. Also das, wenn man das Ganze summiert, ist das sicher immens viel Geld, was darauf geht und vor allem viel Freizeit. Das glaube ich auch. Ihr tut sehr viel für Rapid. Tut Rapid auch viel für euch? Ja, kann man nicht abstreiten. Also es gibt einmal oder zweimal im Monat Besprechungen. Es gibt einen Fanausschuss, wo Fanclubs-Vertreter vorhanden sind. Also man muss sagen, die Beziehung von Fan zum Verein in den letzten 2-3 Jahren ist immens gestiegen. Was genau wird denn so bei Besprechungen besprochen? Eben zum Beispiel, was man verbessern könnte, wo Vorschläge von den Fans an den Verein, wo wir sagen, okay, zum Beispiel jetzt bei Auswärtsfahrten wäre es nicht möglich, dass wir die Karten im Vorhinein bekommen, dass wir uns dort nicht ärgern müssen, bei diversen Kassen anzustellen und so. Und auch mit der Polizei gibt es Besprechungen, eben zum Beispiel, wenn wir eine Choreografie haben, das wird kurz vorher abgesprochen, damit dann keine Schwierigkeiten entstehen. Mhm. Was habt ihr jetzt speziell die Ultras für Verhältnis zu den Sicherheitskräften? Ja, eigentlich ein gutes, kann man sagen. Wir sagen, was wir machen wollen und die Polizei oder die Sicherheit sagt dann, okay, ist kein Problem. Gibt keine Reibungspunkte? Nein. Gibt es Rivalitäten zwischen den Fanclubs? Nein, also mir ist eigentlich nichts bekannt. Sicher, es gibt vielleicht eine Meinungsverschiedenheiten. Der eine Fanclub ist für dies mehr zuständig und der andere Fanclub ist dieser Meinung. Aber so im Ganzen, man, wir sind alles Rapid-Fans und ich glaube, in der Rapid-Familie sollte man zusammenhalten. Gibt es ein Zusammenhalten, also auch im Sinne einer Zusammenarbeit der verschiedenen Fanclubs? Ja, schon. Also wenn man nimmt, dass man diverse Choreografien gemeinsam planen oder gemeinsam durchführen und so, also kann man sagen, dass wir alle zusammenarbeiten. Was würdest du denn sagen, war das tollste Projekt, das ihr bis jetzt gestartet habt? Also in unserem, glaube ich, das größte und vor allem auch leider das teuerste, muss man sagen, war ein Champions League-Spiel gegen Juventus Turin, wo im Stadion, im Praterstadion, 40.000 grün-weiße Zetteln in die Höhe gehalten wurden. Also es war schon ein eindrucksvolles Bild und vor allem von den Italienern, die was da in dieser Kategorie sehr dominant sind, was Choreografien betrifft, haben sogar applaudiert und das war für uns eigentlich eine Ehre. Fühlst du dich eigentlich als Fanclubleiter auch zuständig für Raudis? Nein, also jetzt kann ich nur für unseren Fanclub sprechen und bei uns ist, wir haben
keine so Raudis in dem Sinne. Ich meine, wenn wir wo angegangen wären und so, man ist klar, dass wir uns wehren, aber so, man, wir wollen es lustig haben auf Auswärtsfahrten und so. Wir wollen zusammen sein, was trinken, was essen und das steht im Vordergrund. Wunderbar, also keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen extremen Schlägertypen? Kein Problem. Und wenn man jetzt die letzten 2-3 Jahre hernimmt, ist, muss ich sagen, wirklich super geworden am Fußballplatz. Ich glaube, man kann wieder gehen. Wenn man hernimmt Champions League, wo 40.000, 50.000 Zuschauer immer waren und das waren keine Reibereien, so gesagt, auch wie die Engländer da waren, es war alles friedlich verlaufen. Stimmung, wie gesagt, steht im Vordergrund und ich glaube, das ist das Positive an Fußball. Jetzt geht's los, die Stimmung ist halt riesengroß. Jetzt geht's los, der Einsatz ist halt ganz groß. Jetzt geht's los, die Gegner sind halt chancenlos. So wie alles Schöne geht auch diese Sendung wieder mal zu Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich gehe jetzt aufs Match. Guten Tag, ich bräuchte bitte eine Karte für den Westsektor. Wunderbar, bekommen Sie sofort 180 Schilling, bitte sehr, bitte sehr. Hier haben Sie 180 Schilling. Danke für die Eintrittskarte. Sekretariat, das Präsidium, nein, auch die Fans von Rapid sind uns ja mittlerweile wirklich wichtig und lieb geworden. Paul Österreicher sitzt neben mir. Wir sind ja wieder mal brandaktuell. Du bist der neue Chef der Ultras. Kannst du uns kurz etwas dazu sagen? Ja, ich bin quasi mit zwei anderen Freunden, Markus und Roland, haben wir das übernommen, weil der Herr König hat aufgehört, quasi der Gerhard. Und wir haben jetzt, ich hab jahrelang gehofft, dass der Gerhard nicht aufhört, weil dann sehr viel Arbeit auf mich und auf meine zwei Freunde zukommt. Aber jetzt ist es mittlerweile so und jetzt habe ich mich abgefunden und ich hoffe, wir werden das genauso weiter manövrieren das Schiff und ich sehe da eigentlich fast kein Problem mehr. Paul, abgefunden klingt so ein bisschen wie resignierend. Naja, einer muss es ja machen. Wie ist es wirklich? Naja, es ist, man, es gibt sehr viele schöne Seiten, aber es gibt auch viele Stressseiten oder Arbeitsseiten, die was andere Leute nicht sehen und so. Und da denkt man sich oft, warum tut man sich das an und so. Man kennt es ja ins Stadion fahren und genießen, einfach sich hinsetzen und das Match genießen. Aber wir sind 4-5 Stunden vorher dort und so. Es ist auch schön, aber hin und wieder denkt man sich halt, man, heute war es schön, wenn du dich nur hinsetzt und schaust du das Match an und in Ruhe und nachher nicht wegkommen und musst ihnen Leute sagen, bleibst du da, am Zweck und so. Okay, vielleicht erklärst du mal den Unwissenden unter uns, was macht sie da 4-5 Stunden vorher im Stadion? Was ist die viele Arbeit, die du dir da aufbürdest? Ja, zuerst einmal treffen sie, also Markus, Roland und ich, treffen wir sie im Stadion. Dann wird jetzt neu, wirklich so Karteln, dass quasi nur mehr 9 Leute reinkommen, was helfen zusätzlich. Weil es war eine Zeit lang jetzt immer so viele Leute im Stadion und das ist untragbar, weil da stehen welche herum und so und es braucht keiner. Und wird einmal geschaut, wer da ist, werden die 9 Leuten die Karten geben, die kommen dann ins Stadion hinein, wird unser Kammerl mal aufgesperrt, wird alle Transparente raus, Trommeln raus, Megafonanlage raus und dann wird aufgebaut, aufgehängt. Jeder hat sein eigenes Aufgabegebiet, die großen Fahnen werden aufgezogen und dann kommt darauf an, was für eine Choreografie ihm ist und das wird dann hergerichtet und gemanagt noch mit der Polizei eventuell, wenn Feuerwerksachen sind, mit der Polizei besprochen, ob wir dürfen, wie viel wir dürfen, wie wir es machen und so. Gibt es da Schwierigkeiten? Schwierigkeiten gibt es eigentlich nicht, es gibt immer nur andere Vorstellungen. Die Polizei stellt sich immer weniger vor und wir immer ein bisschen mehr, aber wir treffen sie in der Mitte und da. Also jetzt ist überhaupt unser lieber Herr Hofrat in Pension gegangen und jetzt ist überhaupt also weniger ein Problem als früher. Ich merke schon, du bist ein würdiger Chef, du kannst das alles sehr diplomatisch ausdrücken, wunderbar. Na, so gehört es schon recht. Ja, man muss es so machen. Ne? Du sagst, die Megafonanlage, die hast jetzt auch sozusagen du unter dir, du in deinen Griffeln. Ich bin zwar Elektriker, aber ich schließe sie trotzdem nicht gerne an, aber es sind zwei Kollegen von mir, die haben quasi die Megafonanlage über und die schließen das immer an. Und wer bedient die dann während dem Match? Während dem Match, das macht dann meistens ich. Seit neuestem, ne? Nein, ich habe schon früher immer, wenn der Gerhard quasi nicht mehr wollen hat, oder wenn das Match nicht gerannt ist, dann habe ich das quasi übernommen. Ist es eigentlich ein tolles Gefühl? Glaubst du zum Beispiel, dass du dadurch ein Match entscheiden kannst? Ja, Match entscheidend nicht, aber es ist ein tolles Gefühl. Und wenn die Leute mitgehen, ist es ein Traum. Also nur wenn die Leute natürlich nicht mitgehen, dann sage ich halt, gibt es von mir die Schmähs, wir sind live im Fernsehen zum Beispiel, weil wir die letzten Jahre immer im Fernsehen waren. Oder Vollgas und so, das sind so die Worte, was dann halt kommen. Und man muss halt gewisse Lieder zu gewissen Zeitpunkt anstimmen, da wo die Leute dann wieder mitsingen. Verteilst du Rüffel bei Sitzungen?
Ja, es kann schon vorkommen, dass da geschimpft wird. Das ist, muss man machen, weil die Leute nicht immer, muss die Leute motivieren, sagen wir so. Nicht nur schimpfen, aber muss die Leute motivieren können. Jetzt, wo du sozusagen mit zwei anderen neuer Chef bist, der Ultras, was wird sich ändern? Naja, ändern wird es einmal, wir haben sowas an die 100 Mitglieder. Davon ist die Zahlungsmoral sehr schlecht von den 100 Mitgliedern. Es waren die 45 Mitglieder noch nicht gezahlt. Denen werden wir ein nettes Weihnachtsbrief hinschreiben mit Einladung für die Weihnachtsfeier. Aber wer nicht bis 31. Dezember zahlt, den wird quasi ehrenamtlich entlassen von uns. Wetten, die schauen gerade zu. Hey, ihr 45 Flaschen, zahlen. Aber rasch, weil sonst fliegt sie raus, gell? Okay, sonst noch was? Ja, und ich möchte gern, so wenn sie neu Mitglieder anmelden wollen bei den Ultras, möchte ich schauen, dass sie Abo auf der Westtribüne besitzen. Jürgen Hartmann, du bist ein ganz besonderer Rapid-Fan. Vielleicht erklärst du uns allen mal selbst, warum. Ja, ich bin seit 24 Jahren Rapid-Fan und habe die letzten 12 Jahre keine Meisterschaft und kein Cupspiel versäumt und habe seit 16 Jahren alle Heimspiele von Rapid gesehen und insgesamt jetzt 978 Spiele von Rapid mitverfolgt. Ja gut, da kann man jetzt natürlich als Normalbürger sagen, geschwindelt, ne? Ein bisschen gefaked, also beim einen oder anderen warst du schon nicht dabei, oder? Nein, das kann ich beweisen, weil ich habe alle Eintrittskarten gesammelt und man kann das jederzeit nachvollziehen. Ja, aber du musst irgendwann einmal auch krank sein. Ja, aber dann gehe ich eben trotzdem. Ja, und sag einmal, beruflich bist du nie verhindert? Na, ich habe zum Glück einen recht guten Job bei der Post und sollte mal keinen Urlaubstag bekommen für ein Match, dann kann ich mir den Dienst tauschen mit Kollegen. Die haben Gott sei Dank da offenes Ohr dafür. Und so kann man das immer einteilen, auch wenn Spiele unter der Woche stattfinden. Und es ist ja auch noch nie passiert, dass dein Auto dir mal eingegangen ist oder die Straßenbahn einen Breakdown hatte bei der Kreuzung? Doch, da ist mir mal was Lustiges passiert und zwar auf der Fahrt nach Innsbruck. Auf der Autobahn ist uns der Wagen eingegangen. Und wir sind dann mit Taxi zu einer Bahnstation gefahren. Und der Stationsvorsteher hat die Station zugesperrt, hat uns zum nächstgrößeren Bahnhof geführt. Dort ist der Zug eingefahren und wir sind dann nach Innsbruck mit Zug weitergefahren und haben das Match noch rechtzeitig verfolgen können. Das war eigentlich die einzige Panne bisher. Also Jürgen, du tust sozusagen mit Händen und Füßen alles dafür, dass du jedes Match von Rapid jetzt teilnehmen kannst? Auf jeden Fall, ja. Das ist mein Ziel und eigentlich der Sinn des Lebens für mich. Und das drücke ich auch in einem Transparent aus. Da steht auf SK Rapid der Sinn des Lebens und das hängt bei jedem Spiel. Ah, das ist immer deins. Ja, das ist meines, ja. Ich verstehe. Warum steht da nicht unten Greetings Jürgen Hartmann oder sowas ähnliches, gewidmet von Jürgen Hartmann? Naja, es ist so ein bisschen aufwendig, weil das ist mittlerweile schon mein fünftes, weil dreimal haben sie mir schon verbrannt, jetzt in Kiew, in Israel und in Moskau. Mhm. Und zweimal ist man es gestohlen, also und das ist doch ein bisschen aufwendig, weil man braucht doch so 12, 13 Stunden dann. Was heißt das, haben Sie es mir verbrannt? Wer sind da Sie? Ja, die gegnerischen Fans, ne? Mhm. Also in Kiew, Moskau und Israel eben in der Pause. Da sind wir sowieso schon bei einem Thema, wenn du jetzt seit 12 Jahren hast du kein Spiel mehr versäumt, nicht? Kein Meisterschafts- und Cup-Spiel. Hast du da auch ärgere Sachen erlebt? Also in Bezug auf gegnerische Fans, Gewalttätigkeiten, Ähnliches? Früher schon, ja, muss ich sagen. Zum Beispiel in der ehemaligen DDR in Leipzig, da war es ganz krass. Also die haben uns, das war regelrecht die Treibjagd. In Kiew waren es auch zum Teil sehr aggressiv, die Leute, aber dort die Volkspolizei sehr aufgepasst. Und sonst im Prinzip eher weniger, also vor allem in Österreich hat sich die Situation wesentlich gebessert. Im Vergleich vor 10 Jahren war es wesentlich ärger. Aber jetzt mittlerweile ist alles ziemlich ruhig geworden. Auch ruhig, in England, in der Türkei, in Manchester und so, wo man waren. Ja, ist alles toll über die Bühne gegangen. Sehr angenehm. Was ist denn dein tollstes Erlebnis jetzt mit Rapid? Naja, das tollste Erlebnis wäre natürlich der Meistertitel, nicht? Aber natürlich 13 Punkte Rückstand auf Sturm. Ist schon ein bisschen viel, aber ich hoffe, dass wir das doch noch aufholen können. Ja, aber du sprichst jetzt von der Zukunft, ich meine jetzt die Vergangenheit. Was war das Tollste sozusagen, was du mit Rapid gemeinsam erleben durftest? Das war natürlich zweimal die Europacup-Finale, das ist ganz klar. Und dann natürlich das 5-0 gegen Dresden, wo wir auswärts 3-0 verloren haben. Und wir sind dann trotzdem noch aufgestiegen. Aber das schönste Spiel war für mich eigentlich das erste Spiel in Moskau, das 1-1, weil das dann das erste Mal im Europacup-Finale war. Nicht? Und das war natürlich dann ganz toll. Es war was völlig Neues und haben wir dann zwar verloren, aber
Du hast jetzt schon so viele Länder bereist als Fan von Rapid. Gibt es irgendwie ein Lieblingsland für dich oder ein Lieblingsstadion? Das war eigentlich Brügge. Da war ich schon zweimal und vor allem waren dort die Fans wahnsinnig nett. Wir haben dort in Brügge 2-1 gewonnen und die haben uns trotzdem noch eingeladen. Wir waren die ganze Nacht unterwegs mit Brügge-Fans und das hat mir eigentlich wahnsinnig gut gefallen. So this is Christmas. What have you done? Hallo, liebe Rapid-Fans. Ich wünsche euch ein frohes Fest und ein glückliches neues Jahr. Bei uns in meiner Heimat heißt das Vesele Vianoce a šťastlivý nový rok. Ciao. And so this is Christmas. I hope you have fun. Ich wünsche allen Rapid-Fans und meinen Mitgliedern bei den Ultras, natürlich auch den Spielern, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und machen wir nächstes Jahr weiter Vollgas. Liebe Rapid-Fans, ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein glückliches neues Jahr und ein schönes Jahr mit uns, mit Rapid Wien. Ich möchte nun meinen Rapidlern, meinen lieben, lieben Freunden, der Führung, dem Trainer, dem Präsidenten, allen miteinander, den Spielern gute Weihnachten wünschen, die schönsten Feiertage und alles, alles erdenklich Gute im neuen Jahr. Toi, toi, toi. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen jetzt noch alles Gute bis zu Silvester, ein fröhliches Silvester und dann natürlich alles Gute für das nächste Jahr und sagen Ciao, Baba, bis zum nächsten Mal. Ich lehne hier am Fenster des Fanshops, genauer gesagt des Containers, direkt am Hanapi-Stadion. Und die Besitzerin dieses Fanshops, die Frau Monika, die hat zu mir gesagt, wenn du schon eine Sendung moderierst, dann musst du auch richtig ausstaffiert sein. Also habe ich Unsummen investiert und mir all diese Dinge gekauft. Nun, zur heutigen Sendung wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Bei mir zu Gast ist jetzt Clemens Bieber aus dem Sekretariat und er nennt sich selbst Fanbeauftragter. Was genau ist deine Aufgabe? Also ich sehe mich als Zentrale von seitens Rapid aus für die Fanclubs, sprich als Ansprechpartner für die Fanclubs von Seiten Rapid, sprich wenn jemand etwas wissen möchte als Fanclub, dann kann er mich anrufen, ich bin dann für ihn da und versuche ihm zu helfen. Was sind denn so die meistgestellten Fragen? Die meisten Fragen sind, es geht meistens um Karten, es geht aber auch um, sei es bauliche Probleme im Stadion oder sei es Kantine, wie auch immer. Also es sind genügend im Stadion selbst, also bei den Heimspielen, aber auch auswärts gibt es Probleme und da versuche ich eben zu helfen, soweit es geht. Vielleicht können wir jetzt gleich klärend eingreifen, bei Kartenbestellwünschen, welche Telefonnummer soll man wählen? Einfach 910-01. 910-01, so einfach ist das. Also bitte nur 910-01 wählen. Kannst du uns jetzt die bekanntesten Fanclubs von Rapid nennen? Also ich möchte jetzt nicht unfair erscheinen gegen den anderen, aber ich sage mal so, auf der Westtribüne ist der klarste Fanclub die Ultras, die das organisieren, die mit den Trommeln unten sind oder der Gerhard König unten steht mit dem Megafon und Stimmung macht. Auf der Nordtribüne drüben ist es der Stammtisch Grün-Weiß der größte. Und auf der Südtribüne der Städtisch Grün-Weiß. Also die Fanclubs von Rapid sind nicht nur eine Unterstützung für die Mannschaft, sondern auch eine Unterstützung für den Wirtschaftsfaktor Rapid. Kann man das so sagen? Man kann es vielleicht vergleichen wie so kleine Stützpunkte in ganz Österreich, wo wir nicht hinkommen, sind unsere Fanclubs und die sollen dort die Religion Rapid, wenn man so sagen will, verbreiten und uns unterstützen, sei es jetzt mit Aboverkauf, Mitgliedschaft, dort das zu verbreitern oder auch nur einfach, dass sie ins Stadion kommen. Jetzt ist es ja so, was Rapid, die Rapid-Anhängerschaft hat ja teilweise noch das Image einer Schlägertruppe. Was sind da deine Erfahrungen? Also ich war jetzt mit in letztes Jahr im Ausland in Turin und in Istanbul, also mir ist dort nichts aufgefallen. In Österreich war ich mit in Salzburg. Es ist immer das Problem, Rapid-Fans fahren viele immer auswärts mit. Es war in Salzburg, waren 1200 Rapid-Fans. Und wenn man die anderen Vereine, die Fans von den anderen Vereinen nimmt, also wir haben selten über 100 Fans da. Natürlich ist es jetzt klar, wenn jetzt 1000 Fans in einem Stadion sind, speziell Salzburg, das ist ein ziemlicher Käfig dort,
werden dort eingepfercht. Es gibt leider, es gibt Ausreißer, aber ich muss im Großen und Ganzen muss ich sagen, stimmt es nicht. Es gibt Ausreißer, das gibt es bei jedem Verein, aber im Großen und Ganzen ist der Ruf nicht gerecht. Gibt es nicht sozusagen sogar Fanclubs, die eigene Aktionen machen, um dieses Image zu verbessern? Es ist, wie gesagt, diese, mit diesen 40 Fanclubs, denen wir, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, unterstützen uns insofern, dass sie ihre eigenen Busse schauen, dass da alles gerade abläuft, im Stadion direkt. Man kann leider nicht alle im Griff haben, das ist das Schwierige, aber wenn man, es unterstützen uns, also die Fanclubs, die ich kenne und mit denen ich gut zusammenarbeite, haut das super hin und die helfen mir auch. Oder dem Verein mehr oder weniger dadurch, dieses Image abzubauen. Na, ich nehme an, dass sowohl die Fanclubs für die Sicherheitskräfte als auch die Sicherheitskräfte für die Fans ein gewisser Reizfaktor sind. Ist das so? Ein gewisser, es ist stimmt, ja. Also es ist sicher, es geht glaube ich fast jedem so, wenn man in einer Menge steht und man wird mehr oder weniger umzingelt von Sicherheitskräften, fühlt man sich ein bisschen bedrängt und die Aggressionsbereitschaft steigt vielleicht dadurch. Aber sie sind leider notwendig, Sicherheitskräfte, es ist Ordnerpersonal notwendig, weil es leider immer wieder Leute gibt, eine kleine Gruppe, die das Ganze zerstört und dadurch die Polizei dann noch massiver jetzt speziell auf dem Westsektor ist. Was aber leider immer wieder sein muss, weil es wie gesagt immer wieder kleinere Probleme gibt, die Polizei dann im Griff haben möchte. Grüß Gott, liebe Rapid-Fans. Wieder mal zur Sendung Reden wir über Rapid. Heute befinde ich mich hier am Bahnhof Wien-Hütteldorf und es ist noch genau eine Stunde Zeit bis zum Rapid-Mensch. Wir werden uns heute einmal mit einigen Fans unterhalten und sie über ihre Ängste befragen, über ihre Gefühle während dem Match, beim Match, über ihre Gefühle zur jetzigen Mannschaft und vor allem auch über das Thema Gewalt ein bisschen sprechen. Zu Gast bei uns ist auch noch Nora, sie ist Streetworkerin. Genaueres jetzt. Stehen wir da am Bahnhof Hütteldorf. Du bist jetzt speziell hier eingeteilt worden oder hast du es selber ausgesucht für die Rapid-Fans? Das ist schon seit eine sehr lange Tradition, dieses Projekt. Und wir gehen schon seit 18 Jahren auf Fußballplätze und halt auf die Wiener Großvereine Rapid und Austria. Und ich bin beim Rapid-Team und bin halt bei den Rapid-Matches dabei. Genau, bist du da ausschließlich bei Rapid-Matches? Nicht ausschließlich. Also manchmal besuchen wir auch andere Matches, um Jugendliche anzutreffen. Also du kümmerst dich um Fans anderer Mannschaften auch? Ja, teilweise. Könntest du uns sagen, ist es bei Rapid besonders schlimm oder hält sich das ungefähr die Waage? Es ist nicht besonders schlimm bei Rapid. Es ist einfach es gibt eine gewisse Fankultur. Rapid ist ein Stammverein, den es schon sehr, sehr lange gibt. Und also besonders schlimm finde ich überhaupt nicht. Nein, es ist einfach Fanszene, Fußballszene. Die Rapid-Fans haben ja so ein bisschen den Ruf, der brutalen englischen Hooligans ähnlich zu sein. Wie siehst du das? Na, also brutal ist übertrieben. Also es ist nicht so, dass jetzt man sich kaum auf den Fußballplatz trauen darf oder so. Das stimmt nicht. Es herrscht ein anderes Klima. Es ist ein bisschen rauer, aber brutal in dem Sinn, dass ich mich jetzt nicht reintrauen würde oder irgendwer anderer sich nicht reintrauen würde, finde ich nicht. Nein, das ist ein schlechtes Image. Nora, wie würdest du das anders umschreiben, wenn du sagst, ein raues Klima? Was bedeutet das? Na, dass die Umgangsformen mit sehr klaren, harten Regeln sozusagen strukturiert sind und die sind einzuhalten. Wie reagierst jetzt du als Streetworkerin darauf? Hältst du diese Regeln ein oder kommst du und sagst, ich habe eigene Regeln? Nein, ich halte diese Regeln ein. Also das sind Prinzipien. Alle, die denen ich Kontakt habe, da gilt es, dass sie anonym bleiben, dass der Kontakt freiwillig ist und dass ich parteilich bin. Und das heißt auch, dass ich das akzeptiere. Das ist ihre Welt und ich habe da nicht herumzufummeln. Akzeptieren sie dich? Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich habe gesehen, ihr macht jetzt demnächst eine große Aktion Rechtsbelehrung. Es ist nicht Rechtsbelehrung und große Aktion, sondern es ist der Versuch, weil halt immer wieder Jugendliche Schwierigkeiten haben mit der Justiz in irgendeiner Form,
kostenlos anonym Informationen rüberzugeben. Das sind oft Missverständnisse, da wird ein Urteil gesprochen und der versteht überhaupt nicht, was da gesagt wird. Und da geht es darum, das zu verdeutschen und für Menschen verständlich zu machen, die mit der Materie nicht dauernd zu tun haben. Bist du prinzipiell ein gewaltbereiter Fan? Ich bin kein gewaltbereiter Fan. Ich freue mich, wenn sie gewinnen, wenn wir verlieren, haben wir verloren. Alles. Und wenn du jetzt provoziert wirst von Fans von anderen Mannschaften, was machst du? Du lässt wurscht, interessiert mich nicht. Die lasse ich in Ruhe aus. Sie machen, sie entscheiden. Schau ich gar nicht an, geh einfach weiter. Tja, was? Sagst du bitte für alle, die es nicht wissen, wer du bist? Ich bin ein Rapid-Fan. Ich bin ein Rapid-Fan, seit über 30 Jahren schon. Das heißt, Fußball ist dein Leben? Ja, meine Familie und mein Fußball. Mich würde interessieren, wie stehst du den Fans gegenüber von anderen Mannschaften? Solange sie normal sind, positiv. Ne? Solange sie nicht randalieren oder irgendwas zusammenhauen oder so was. Ich vertrage mich mit den Australiern ganz gut. Ne? In meinem Freundenkreis sind ja auch einige. Ne? Was ist, wenn sie randalieren, wenn sie nicht normal sind? Wie reagierst du da? Versuche ich zu schlichten, das ist mir oft gelungen. Ganz einfach. Zu schlichten hast du gestern dazwischen, aber in aller Ruhe? In aller Ruhe, dann gehen wir was laufen. Wenn du auf ein Rapid-Match gehst und du wirst provoziert, wie reagierst du? Da gibt's keine Provozierung, da gibt's 5000 Kieferer auf einen Typen, ey. Was willst du denn? Ne? Hat der Blaue, ich sag der Grüne, ne? Was willst du denn da noch machen? Ne? Ja. Ich kenne nicht dazu, aber es gibt Leute, die lassen es nicht gefallen, aber selbst die haben wenig Auftrag, weil so viele Kieferer da sind. Ne? Also die Sicherheitskräfte sind eigentlich zu massiv. Naja, sie täten das Match an, sie täten den Spaß an. Das hat keinen Sinn mehr mit so vielen Kieferern. Ne? Aha. Sagen wir so, die Leute sind nicht nur zum Boxen da, aber die Leute können nicht einmal in Ruhe feiern und das ist traurig. Ne? Was bedeutet feiern für dich? Ja, schreien und trinken. Ja, damit das kann man mehr, wie die Kieferer kommen. Und das ist traurig. Ne? Die kommen gleich und weil sagen, es ruhig sein. Es wird eigentlich ein weiß-grünes Fußballmatch sein, ne? Ein Fußballfest sein. Ne? Die Leute können nicht mehr feiern, weil da Kieferer da sind. Ne? Sie jetzt als Austria-Wien-Fan gehen mit zwei Söhnen, der eine ist Rapidler, der andere ist Salzburger, ins Hanapi-Stadion. Haben Sie da Angst? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe bis jetzt schon viele Fußballmatches besucht und es war bis jetzt noch nie ein Problem, weder mit oder noch mit und noch ohne Kinder. Ja. Worauf führen Sie das zurück? Führen Sie, also dass das kein Problem sein, weil die Fans eh diszipliniert sind? Ja, also an sich schon. Ich glaube, die Fans sind diszipliniert. Es gibt wahrscheinlich immer wenige Ausreißer, die versuchen, ja, doch Probleme zu machen, aber bis jetzt habe ich das noch nicht miterlebt. Wenn du jetzt, sagen wir, auf andere Fans anderer Mannschaften triffst und die provozieren euch, so wie da jetzt zum Beispiel gerade im Hintergrund, wie würdest du reagieren? Na ja, so. Zurück provozieren? Na sicher. Was machst du, wenn die körperlich tätig werden? Na, tätig werden. Warum nicht? Ist Fußball dein Lebensinhalt? Nein, nicht wirklich. Was ist dein Lebensinhalt? Na ja, hakeln gehen, Haberer haben, saufen gehen. Fußball gehört aber auch dazu. Fußball gehört genauso dazu, ne? Was ist denn das Ganze? Das gehört dazu halt einfach. Ne? Ich stehe jetzt da umringt von einigen Kids, Mädchen, genauso wie Buben, Rapid-Fans, genauso wie Salzburg-Fans und da stehen die beiden Betreuer. Wer seid ihr? Warum habt ihr Kinder mit? Warum geht ihr aufs Fußballmatch? Wir kommen vom Jugendzentrum Simmering und das ist eine soziale Einrichtung am Stadtrand von Wien in Simmering. Und wir machen auch manchmal verschiedene Ausflüge und an diesem Samstag ist eben das Rapid-Match angesagt. Und gegen Austria Salzburg deswegen, weil wir eben unter den Kindern auch viele Salzburg-Fans haben. Okay, ihr seid jetzt die Betreuer, das heißt, ihr habt jetzt die Verantwortung für den Kids. Habt ihr gewisse Ängste, wenn ihr auf ein Fußballmatch geht? Ehrlich gesagt habe ich nur auch Angst, dass die Kinder zu goschert sind und sozusagen dann irgendwelche Fans ja, unruhig werden dadurch. Mhm. Aber sonst fürchte ich mich nicht eigentlich, nein. Also glaubst du prinzipiell, dass Rapid-Fans gewalttätig sind? Es mag manche darunter geben, das glaube ich, ja. Und ihr werdet versuchen, denen aus dem Weg zu gehen? Ja, das mit Bestimmtheit, ja. Also es ist durchaus ein Thema. Wenn ihr jetzt sagt, gut, packen wir unsere Kinder zusammen, gehen wir aufs Fußballmatch, überlegt ihr euch schon Thema Gewalt auch? Nein, sicher. Ich meine, vorhin haben wir uns ausgemacht, pass auf, im Stadion, wir können zwar Stimmung machen und so weiter, aber auch keine depperten Sprüche, keine aggressiven Sprüche, weder zu der Rapid noch zu den Austria Salzburg-Fans. Ganz klar wäre das nicht, also eine Abmachung zwischen mir und den Kindern. Und wer damit einverstanden ist, fährt mit und wer nicht, fährt gleich von vornherein nicht mit. Genau. Fühlst du dich von der Polizei beschützt oder glaubst du eher, dass die als Provokateure auftreten?
Die Polizei im Stadion jetzt, oder was? Da ich mich nicht bedroht fühle, weil weiß ich nicht, ich fühle mich weder beschützt noch irgendwie provoziert. Also kann ich jetzt nicht sagen eigentlich. Aber es passt vielleicht nicht daher, aber ich habe schon mal Applaus abgefangen im Hüttlaufer Stadion. Depperterweise. Unschuldigerweise. Ich bin eigentlich Rapid-Fan. Und irgendein Rapid-Fan, weil ich kein Wiener Dialekt spreche, komme es gern. Hat geglaubt anscheinend, ich bin jetzt da, weiß ich nicht, oder will ich provozieren, was gar nicht gestimmt hat. Und hab mir eins aufs Auge gehauen. War weit und breit keine Polizei dabei. War ein bisschen angefressen. Was ist denn das Gewalttätigste, was du jemals erlebt hast auf einem Match? Das Gewalttätigste? Naja, was Gutes war, wie wir nach Rotterdam gefahren sind, wie die Nürnberger Cops gekommen sind, weil sie gemeint haben, wir haben eine Raststation zertrümmert. Die Wahrheit war natürlich ganz anders, wir haben nichts zum Trinken gekriegt. Und wenn man nichts zum Trinken kriegt, naja, dann ist man ein bisschen aggressiv, aber da war eigentlich nichts dahinter. Was heißt nichts dahinter? Was habt ihr da gemacht? Naja, die haben gemeint, wir haben ein Glasscheiben und eine Vitrine ist da zusammengehört worden, aber das hat eigentlich keiner gesehen, wer das war. Ja, also es mag passiert sein, aber... Kann schon sein, es können aber Deutsche auch gewesen sein, es müssen nicht wir gewesen sein. Wie haben denn die Polizisten euch gegenüber reagiert? Naja, wir wollten uns die Kamera wegnehmen, wir haben das schön fotografiert, dass ich schöne Bilder davon habe. Naja, das war Bullenterror pur. Gibt es das in Österreich auch? Ja. Ausschreitungen hat es immer schon gegeben am Fußball, das ist normal. Ich meine, wenn der Feind aggressiv ist, naja, da ist man dann auch ein bisschen besser drauf. Naja. Da wird halt Platz gemacht. Ganz ehrlich, versuchst du nicht ab und zu vielleicht sowas zu provozieren? Ja, ich? Nein, absolut nicht. Ich bin an und für sich einer der bravsten Matches. Es gibt halt manchmal Gelegenheiten, da bin ich dann nicht so brav, aber meistens bin ich ganz brav. Äußerst brav, zivilisiert, gut erzogen. Jetzt frage ich dir mal was. Neigst du dazu, die gegnerische Mannschaft auszubohnen oder tust du lieber die eigene Mannschaft anfeuern? Ja, beides gehört ja dazu, oder? Machen ja die Gegner auch. Und die Salzburger sind sowieso ein rotes Tuch. Wegen den Trottel Konrad haben wir auch so schöne Netze vor dem Westsektor. Zum Bleistift. Weil? Na weil er sich bedroht hat gefühlt. Stören die Netze? Ja, die sind sehr störerisch. Vor allem kann man nichts mehr reinhauen. Gibt es bei den Streetworkern sowas Ähnliches wie eine Hotline? Nein, wir haben einen Beratungsdienst, also das ist von Montag bis Donnerstag, von 14 bis 18 Uhr gibt's ist ein Büro besetzt. Und ansonsten weiß man, also gerade in der Fußballszene, dass man uns bei den Rapid-Matches trifft, auch auswärts, also wir fahren auch mit ihnen. Und da, aber richtig Hotline, dass die jetzt von 0 bis 24 Uhr offen ist, das nicht, weil, also ich lebe lieber mit ihnen mit, als dass ich in einem Büro sitze und warte, dass sie kommen. Also das ist das Wesen von Streetwork. Aber wenn man sich an euch wenden will, wo habt ihr das Büro? Das Büro ist im 9. Bezirk in der Dreihackengasse 7. Die Telefonnummer ist 348-128 und eben von Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr durchgängig besetzt. Und ansonsten sind wir eben an diesen Plätzen zu erreichen, wo Jugendliche sind. So, das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ah ja, und übrigens, heute bin ich drauf gekommen, es ist viel klüger, zu einem Match mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also dann, bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren, das, was Sie hier sehen, ist ein Bilderrätsel. Hallo und herzlich willkommen bei Reden wir über Rapid. Nun, die meisten von Ihnen werden schon drauf gekommen sein auf das Rätsels Lösung. Es ist eine Alkbottle. Wir werden heute die Frage klären, was haben Dean Martin, Alkbottle und Rapid gemeinsam. Für die meisten von Ihnen ist ja Rapid Musik in den Ohren und genau darum geht's heute. Ich wünsche Ihnen zur heutigen Sendung viel Vergnügen. Ich habe jetzt die große Ehre, hier mit einem Star vor dem Westsektor zu stehen. Es ist Roman. Roman, stellst du dich vielleicht mal selbst kurz vor? Gut, mein Name ist Roman Gregor, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Wien und bin seit meinem wahrscheinlich 8. Lebensjahr Rapid-Fan. Ich weiß es nicht genau, aber ich war am Anfang Sportclub. Mhm. Ja, das war, ich habe da gespielt, mal als Mini-Knabe. Mhm. Ein halbes Jahr, dann haben sie mich rausgekaut, aus der Schule und folglich auch aus dem Bezirk. Und ich bin umgezogen nach Meidling. Und da waren halt alle meine Freunde Rapid-Fans. Und ich war damals halt einfach nur in dem Alter, wo ich mich fügen habe lassen
Fußballmannschaft mäßig und bin dann Rapidler geworden. Jetzt werden Sie sich fragen, und warum betitelt der Gerold ihn dann als Star? Ah, habe ich ja ganz vergessen dann. Ja. Na, meine Band heißt Alkbottle und das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich war jetzt im Fußballfieber, dass ich völlig auf alle Musik der Welt vergessen habe. Bin Sänger von Alkbottle seit 7 Jahren, 8 Jahren ungefähr, weiß ich nicht. Auch diese Geburtsstunde ist nicht genau auszumachen. Es gibt also eine Band mit dem Namen Alkbottle. Die meisten von euch werden sie sowieso kennen. Trotzdem interessiert mich jetzt, in welcher Besetzung spielt ihr? Wir haben 2 Gitarren, ein Schlagzeug, einen Bass und ich stehe dann ganz vorne und bin quasi der Läufer. Ich mache den Meter. Also es ist irgendwie, wir haben das eigentlich Fußballkonzept schon aufgebaut. Hinten der Schlagzeuger ist quasi der Tormann. Links und rechts, das sind jetzt bei den Außenverteidigern, sind die Gitarren, die stehen da irgendwie die Wand auf, dass kein Stürmer durchkommt. Ja. Der Boss ist der Libero, klar, ja. Die goldene Mitte. Ja. Und ich bin halt, weiß nicht, was sagt man zu so einem Menschen, der in Wirklichkeit keinen Platz hat, kein Zuhause hat? Ja, das ist an sich ist sogar der Libero, ein der Läufer. Frei ist und herumlaufen kann. Ja. Aber du bist der Stürmer, würde ich mal sagen. Genau. Nicht? Weil du bist vorne der Frontman. Stimmt, genau. Stürmer. Jetzt interessiert mich noch deine Band Alkbottle. Was spielt sie für einen Stil? Spielt sie mehr den, wie man immer sagt, technisch verfeinerten Stil der Austria oder hat sie mehr die Kämpfer, wie eben die Rapidler sind? Naja, man kann sagen, wir waren am Anfang sehr viel mit Herz dabei. Also es war sehr viel Rapidgeist in unserer Musik und relativ weniger Technik. Und heute ist es aber so, dass die Spielpraxis und der moderne Spielstil es nicht mehr zulässt, dass man ganz ohne Technik auskommt. Somit mussten wir auch unsere Technik verfeinern und um da international mithalten zu können, in den Bewerben Champions League oder sonst. Du, Roman. Ihr habt eine neue Rapid-Hymne komponiert, bringt die auch jetzt heraus. Und das ist ja auch der Anlass, warum du heute bei mir bist, weil ihr habt heute Präsentation von der. Wie kam es denn dazu? Der Sohn vom Herbert Feurer, der Mario Feurer, ist ein ziemlich großer Alkbottle-Fan. So, und nun wurde die Brücke geschlagen zwischen Hans Krankel, den wir schon einmal in unserem Proberaum gehabt haben, hat mit uns geprobt, hätte mit uns spielen sollen, hat dann leider steuerliche Probleme gehabt. Aha. Der Rest ist bekannt, hat dann keine Zeit gehabt, wie auch immer. Und vor allem, also es wurde mir die Brücke geschlagen zwischen Rapid und Alkbottle. Und der Sohn hat dann irgendwie betrieben, dass ich, hat jetzt zu seinem Geburtstag ins Stadion komme und neben ihm sitze. Ja. Das hat der Vater irgendwie eingefädelt. Und dann haben sie noch zwei Lieder von uns gespielt hier im Stadion und die Leute waren irgendwie so hellauf begeistert, dass ich mir gedacht habe, wäre doch nett. Und dann wurden wir gefragt, ob wir da nicht einmal das im Stadion halt als Showblock, als Pausentrottel irgendwie auftreten wollen. Dann haben wir gesagt, ja, ist uns aber nicht genug, wir würden dann eigentlich eine eigene Rapid-Nummer machen, weil in Deutschland haben diese Toten Hosen für Düsseldorf gemacht, in England Oasis für Manchester, denke ich, und ich glaube, wir dürfen das auch. Also wenn Oasis für Manchester gemacht hat, was ist naheliegender als Alkbottle für Rapid, ist doch ganz klar. Eben, ja, ich glaube, es liegt einfach nahe und ich denke mal, es ist ein guter Gag, es ist, wir werden sicher nicht reich damit, aber wir haben eine Menge Spaß. Na Moment, nicht reich damit. Wird drauf sein auf der neuen CD? Es wird in der Hinsicht eine neue CD geben, es wird eine Single werden. Mhm. Single-CD ist Wir trinken auf Rapid, offizielle, wir haben es betitelt, wie es ähnlich wie ein Bier, das offizielle Trinklied eines echten Rapidlers. Heavy Metal auf gut Wienerisch, kann man sagen. Ne? Alkbottle ist eine Institution in Wien, kann man sagen, wie Rapid ebenfalls. Ein Urgestein. Und die zwei haben sich jetzt gefunden zu einer gemeinsamen Sache. Und ich finde es total toll, dass Alkbottle die neue Nummer für Rapid schreibt. Du Roman, sag einmal, ihr macht eine Rapid-Hymne, Alkbottle. Ihr seid insgesamt, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Sind denn alle 5 wirklich im Herzen Grüne? Es ist so, dass sie, glaube ich, zwar überhaupt nicht für Fußball interessieren. Ist aber nicht so schlimm, weil die Themen hab eigentlich eh immer ich irgendwie hervorgegeben. Und in der Hinsicht bin ich ein echter Grüner und auch der Bassist, der Marc, ist ein echter Rapidler. Mhm. Und unser Ex-Schlagzeuger war das auch. Der ist aber jetzt vor 3 Wochen gegangen worden. Und der Neue wird quasi zwangsbeglückt. Ja, verstehe. Aber es ist nicht so, dass jetzt einer sagt, ah, bitte, ich stehe auf Austria und das geht nicht. Also es hat keinen Gewissenskonflikt damit. Und es sind einfach fast 40% der Band wirklich Rapid, alle anderen sind neutral, somit ist okay. Alkbottle finde ich eine gute Band mit ihren Lieder. Ich war schon mal auf einem Konzert sogar von einer. Ich muss sagen, super Band.
du hast uns jetzt neugierig gemacht auf dich, auf deine Band, auf Alkbottel. Gibt es denn irgendwann eine Möglichkeit, euch live zu sehen? Selbstverständlich. Wir sind eh gerade im Zuge unserer Tschechern mit Elvis Tour, so heißt die Tour heuer, und wir spielen eh das ganze Land im Prinzip und in Wien, weil du mich ja wahrscheinlich auf das ansprechen wirst, sind wir wieder zu sehen am 20. Dezember im Rockhaus. Ja. Da haben wir auch den nicht weniger klingenden Titel wie unser alljährliches Fett wie Christkindl-Konzert. Wird voraussichtlich eines der letzten Konzerte von uns werden. Wir werden uns nächstes Jahr ein bisschen zurückziehen. Es sind irgendwie so Auflösungsgerüchte im Spiel, das stimmt aber nicht. Man kann auch nicht wirklich was auflösen, was eine bestehende Energie in sich hat. Also ich sage jetzt einmal, wir machen eine längere Zwangspause und wir legen uns selber Zwang auf. Und ja, werden einmal sehen, aber am 20. Dezember werden wir nochmal in Rockhaus spielen. Und ja, werden es halt da fürchterlich krachen lassen. Ja, wunderbar. Freunde, nix wie hin. Fürchterlich krachen lassen heißt wahrscheinlich Ohrenstöpsel mitnehmen? Ja, aber es geht sicher nicht über das gesundheitsschädliche Maß hinaus, sage ich jetzt einmal. Also nicht? Nein, es hat sich jetzt noch keiner beschwert und sagt, hey, es ist so laut, ich komme da nicht. Außer man ist schon etwas älter und betagt und kann halt nicht mehr so. Aber dann hat man auf so ein Konzert eigentlich eh nichts verloren. Schwer einzuordnen. Hardrock, gib ihm. Habt ihr Vorbilder? Vorbilder hat man immer, ja. Mein Vorbild war früher mal der Antonín Panenka. Auch ein begnadeter Musiker für alle, die es nicht wissen. Ja, das ist immer verwundert, wie, wenn einer so gehen kann, dann wirklich den Ball auf den Zentimeter genau ins Kreuzeck zu schießen, ist mal unglaublich für mich. Also wirklich, aber mit seinen 40 ist er übers Spielfeld so gehumpelt und hat sich bewegt. Also wie mein Großvater, der hat aber einen Haxen weniger gehabt. Und ja, das war eigentlich mein großes Vorbild. Musikalisch gesehen gibt es viel, was in der Zeit irgendwie, was einem gefällt. Dean Martin möglicherweise. Der hat immer so gesungen, als hätte er einen leichten Schwips. Das hat mir immer sehr gut gefallen, auch als Kind schon. Ja, drum. Achso, jetzt war ich kurz erstaunt, aber jetzt ist mir der Zusammenhang schon klar. Leichte Weinseligkeit war da irgendwie auszumachen bei ihm. Oder Whisky war es ja bei ihm. Aber Roman, du sagst, du bist kein Fußballprofi jetzt selbst, aber du kennst die jetzige Rapid-Mannschaft. Wie bist du mit ihr zufrieden? Wenn die Simulanten dann auch wieder mitspielen, nein. natürlich verletzungsbedingt irgendwie ein Trauergespiel, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich glaube, ich bin eh mit den allen immer zufrieden. Ich sage jetzt einmal, ich weiß jetzt nicht, tauschen wir den aus und dann machen wir den weg. Ja. Also das wäre irgendwie, das bleibt, glaube ich, in Dokubil und den Fahrer über. Sie haben ein bisschen jetzt eben die Verletzung, durch die Verletzungsserie, glaube ich, ist das ein bisschen ein Pech. Und ich glaube aber, dass die okay sind. Gibt es einen Spieler, den du besonders magst? Ja, der Stöger ist schon verdammt gut, glaube ich. Also auf den Stöger können sie schon stolz sein. Sonst rennen da sicher auch ein paar Haufen gute Leute mit. We'll be right back.
das war wieder mal Reden wir über Rapid von heute. Für alle Flaschenfans kann ich nur sagen, diese Rapid-Alk-Bottle, die gibt es da hinter mir im Rapid-Fanshop. Zu Alk-Bottle selbst fällt mir persönlich nur ein, die Musik gefällt mir ausgezeichnet. Trotzdem gehe ich jetzt auf einen Tee. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.